Also ihr könnt Fragen stellen im Chat, im Kommentar nachher. Obwohl die Anfangssequenz, wie gesagt, die schneide ich jetzt nicht mehr und lade sie zu YouTube hoch, weil das bleibt, glaube ich, 6 Wochen jetzt bei Twitch online. Also für die, die diese gesamte Sequenz mitmachen wollen, ist das ja auf Twitch vorhanden. Einen normalen Schritt. Den ersten, den Pang. Dann den Spatzen eigentlich. Ist das Liu? Gleich loslassen. Ja. G. An. Dann diese Drehung. Wie gesagt, achtet auf das linke Bein jetzt. 180 Grad Ball links. Den Schritt. Pang. Leo. G. An. Das ist der Abschnitt, den wir bis jetzt haben. Und worum es heute eigentlich geht, ja, ich möchte gerne nachher noch den Brokat unterbringen. Worum es heute geht, ist der Pang. Ich mache den mal ein bisschen seitlich. Ich habe das letztes Mal schon gesagt. Also Gewicht ist schon mal vorne links jetzt beim ersten Pang. Schultern sind locker. Und es ist wirklich so ein... Also ein Kultivieren in dieser einen Form, wir nehmen das jetzt mal wieder als Yoga-Asana, also wirklich hier in dieser Form ankommen. Hinten ist fast kein Gewicht. Das ist schon ein bisschen, ich bin nicht komplett vorne, aber fast. Also vorne links jetzt in dem Fall. Aufgerichtet, untere Hüfte nach vorne. Ich nehme wirklich den Daumen, um hier an der Hüfte zu spüren, wo ist meine rechte Hand in dem Fall. Weil ich auch so ein bisschen quasi die Schulter da reinhängen lassen kann. Also da gibt es viel mehr zu erzählen, aber wir machen zum Beispiel keinen Push-Hands. Ne? Das ist ganz verwerflich für Tai Chi. Machen wir mit Absicht nicht. Vielen gefällt das auch gar nicht. Mir auch nicht, sonst würde ich es ja machen. Weil das mehr so eine Jakobsen-Geschichte ist. Ne? Ständig anspannen, entspannen, anspannen, spenden, nee. Nicht mein Ding. Ist mir schon zu viel Kampfanwendung, zu viel Gekabbel. Aber was gut ist, ist diese, sich vorzustellen, dass hier jemand quasi diesen Arm drückt, belastet oder was auch immer. Und man nicht, das ist nun dummerweise bei dem Push-Hands so, man nicht, also das lernt man beim Push-Hands so. Also ich mache das nicht schlecht jetzt. Es ist wirklich so, dass man hier nicht gegendrückt. Also nicht, weil da was kommt, gegendrückt, sondern es ist mehr an der Stelle wirklich sinken und man kann das ein bisschen forcieren mit Bauch einatmen. Ja? Dass man so ein kugelfischartiges Ding hat, dass wirklich dieses hier wie ein Gummiball ist, hier rum, als ob man wirklich ein Gummiball ist und diese Spannung des Gummiballs durchs Einatmen aufbaut. Also dass wenn Druck kommt, dass der wirklich durch dieses, durch Eigenspannung kann man das nennen, kommt. Und das ist was wir die ganze Zeit brauchen, auch schon beim Stehen. Also diese Eigenspannung, das ist das, was die Kampfkünstler sagen, das wäre dann zu schlaff und so. Die Eigenspannung ist noch da und das kultivieren wir. Ne? Also viele der Bewegungen kriegen ihren Hauptimpuls erstmal aus dieser Eigenspannung. Also bei einem vertwisteten Ding, das kommt hier auch nochmal vor bei dem letzten.
Also versucht hier mit eurer eigenen Atemübung dieses Gefühl, ich bin ein Gummiball aufzubauen. Wirklich. Also dass das wirklich von selber entsteht, keine Anstrengung macht. Es ist an der Stelle ein bisschen sinken, das kommt oft vor. Und diese Spannung durchs vollständige Einatmen. Also versucht zu entspannen. Jetzt machen wir nicht alles nochmal, ich mache es trotzdem seitenverkehrt nochmal. Einfach um meine eigene Symmetrie aufrechtzuerhalten und vielleicht damit man auch beide Positionen mal heute sieht. Also auch mal von vorne. Also die Hand ist Solarplexus, Herzhöhe. Ungefähr, also nicht so hoch, ja? Auch nicht so tief, also wir schützen hier nicht den Magen, das ist mehr so die Mitte des Körpers. Und das ist wirklich eher so ein Einatmen und Sinken, dass man wirklich so eine Spannung aufbaut. Und entspannen. Also Spannung aufbauen und entspannen. Das ist eher eine Vorstellung davon. Ne? Ja, das vielleicht zum Schluss. Also ich benutze diese Eigenspannung im Qi wecken. Richtig einatmen, diese Eigenspannung, dass die Arme von selber raufkommen. Und so sind die hier durch eigene Spannung erstens an der Stelle, wo sie sind im Raum, in Bezug zum Körper. Das ist der Pang. Der erste, links und rechts, aus den Spatzengreifen nehmen wir jetzt als Übersetzung. Weil der nächste, der kommt, nächste Woche machen wir das. Der hat sowas von Spatz und Loslassen. Machen wir nächste Woche.